So, hallo Leute, ich habe mal wieder ein neues Replay für euch. Das ist von Döpe, der spielt hier Protoss, zusammen mit McCoo, auch Protoss, gegen Eris und Fly or Die. Die Map ist, wie ihr sehen könnt, Twilight Fortress. Abgesehen von Fly or Die sind alle Protoss. Ja, ich stelle es mal auf Fester, weil. Wenn man so spielt, dann sollte man sich so auch so angucken, sonst versteht man manche Sachen nicht so gut. Also ich habe das Replay ausgesucht, weil es sieht von beiden Seiten eine ziemlich komische BO, finde ich erstmal. Und außerdem sieht man dann später Einheiten, die man eher nicht so oft sieht im 2v2, sage ich mal. Also ich möchte euch jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird schon ganz cool auf jeden Fall. Ihr seht schon. Döpe und McCoo scouten beide, jeweils mit einer Probe natürlich. Der Terra fängt an, hier seinen Wall-In zu bauen mit einem Depot. Geht ja auch sehr gut, wenn man keine Angst vor Roaches oder Baneling Break oder so haben muss. Der Protoss währenddessen macht keinen Wall-In, macht ganz normal sein Gateway. Die Probes verfolgen sich hier so ein bisschen. Währenddessen machen die beiden Protoss einen Wall-In. Die Map ist prädestiniert für Wall-Ins, sag ich mal. Also abgesehen von Doppel-Zerg wird man so ziemlich immer versuchen, Wall-In zu machen. Es gibt nur eine Choke, die ist zwar relativ breit, aber trotzdem kann man sie super blocken. Besonders wenn man, ja, Mass Sentries spielt oder sowas. Also im Early Game ist die Map eigentlich ziemlich sicher. Außerdem, selbst wenn man jetzt so eine extreme Early Game-Strategie spielen würde, die beiden sind extrem nah zusammen, die beiden Startpositionen jeweils. Das heißt, man könnte seinem Ella immer helfen, was so ziemlich jede Rush zunichte macht, muss man sagen. Also abgesehen jetzt von Reapern oder so, mit Mars-Zerklingen kommt man hier einfach nicht weiter, genauso wenig, ja, was weiß ich, mit Zealots oder so, weil die Choke einfach, weil man die so schnell dicht machen kann. Ihr seht jetzt schon, da haben vielleicht vier Zealots Platz. Und vier Zealots können beide Seiten jetzt eigentlich ziemlich schnell raushauen hier zusammen. Währenddessen, das Wall-In wird hier nicht weitergeführt, also es bleibt ein unvollständiges Wall-In. Ist noch ziemlich breit, aber wenn man Protoss ist, dann kann man da gut mit Sentries arbeiten. Doppel-Gateway. Spätes Gas natürlich mit Doppel-Gateway. Während man hier jeweils, ja, zwei Gas bei Döpe, ein Gas bei McCoo, das zweite kommt erst noch. Beide ziemlich symmetrisch jetzt hier, ihr Aufbau, also fast genau symmetrisch, muss man sagen. Ein Gateway Cybernetics Core für die ersten Stalker, weil Stalker in dem Matchup sind einfach unerlässlich. Stalker sind in 2v2 für Protoss so eigentlich die beste Early Game Unit, muss man sagen. Zealots sind schon okay, aber Zealots ohne Charge sind halt einfach, ja, können gekitet werden, gerade von einem Terra mit Concussive Shells, was er allerdings noch nicht erforscht, sollte er jetzt mal machen. Naja. Sehr spätes Gas beim Terra. Sehr spätes Gas. Relativ spätes Gas beim Protoss. Das verhindert schon mal jeder Form von Banshee Rush oder so. Aber natürlich, ihr seht auch, Döpe scoutet immer noch mit seiner Probe. Und jetzt sehen wir hier 5 Zealots, was ziemlich viel ist eigentlich. Also, Cybernetics Core gerade erst fertig geworden. Hier sehen wir nur ein Zealots und 3 Sentries. Man muss aber auch sagen, 3 Sentries können die Choke hier so lange halten, dass die 5 Zealots, die können dann gleich wieder abhauen eigentlich. Das bringt überhaupt nichts, mit 5 Zealots hier anzukommen, wenn man keinen Support hat von Marauden oder sowas. Frühere Robotics Facility für einen Observer ist natürlich ziemlich gut. Ein Observer kann man zwei Leute mit scouten. Ist jetzt schon eigentlich eine ziemlich große Armee hier, muss man sagen. Also 5 ist natürlich nicht so günstig, wenn man hier so eine Choke hoch muss. Währenddessen kommen zwei Gateways. Warp Gate wird nicht erforscht. Bei keinem. Was merkwürdig ist. Ich meine, nur weil es genervt wird, muss man es noch nicht gleich komplett weglassen. Gibt es jetzt den Go natürlich. Warp, also die
Force Fields sitzen ganz gut, die sperren hier ein paar Marines aus. Die meisten Zealots hat jetzt nur noch 4 Zealots und 1 Worker. Ja, sowas ist kein ernsthafter Go eigentlich. Das ist mehr so Harassment, dass der Gegner ein paar Einheiten bauen muss. Noch keiner hat seine Expansion genommen, was ganz interessant ist. Obwohl beide jetzt eigentlich, zumindest der Terra könnte es machen, ziemlich locker. Das Terra kann man einfach so gut verteidigen. Selbst wenn man merkt, so scheiße, da kommt richtig viel, kann man immer noch einen Bunker bauen. Okay, das ist jetzt natürlich hier blöd. Also die Marodeure so da reinzuschicken, zwar natürlich blöd. Dadurch hat er jetzt eigentlich, hat er jetzt nur noch einen Marodeur und einen Marine und dagegen kommt er gegen die alle nicht an. Wir müssen jetzt... War das Stalker? Ah, kommt er weg? Nee. Kein gutes Micro. Der erste Kolossus jetzt. Ist natürlich die richtige Antwort. Die meisten Terra spielen irgendwie automatisch in dem Matchup Marine Marauder, irgendwann Medivax. Und natürlich Kolossus steht auf einer Cliff und haut alles um. Der Observer idelt hier ein bisschen. Ja. Kommen jetzt noch viele Marauder. Wenig Marines. Viel Marines. So gut, also man kann sich merken, wenn es jetzt nicht 50-50 ist, also angenommen man hat 50% Marines oder und Marauder, dann ist die Alternative so ein Drittel Marauder, zwei Drittel Marines. Ich weiß, viele Leute bauen nur noch Marauder irgendwann, aber man ist extrem anfällig gegen viele Sachen eigentlich. Wenn man mal Zealots mit Charge gegen Marauder schickt, dann sehen die Marauder eigentlich auch ziemlich ja, schlecht aus. Charge ist ein extrem geiles Upgrade für Zealots. Wir sehen auch hier, Charge wird entwickelt, Twilight Council, kommen weitere Gateways, doch, jetzt gibt's hier Warp Gates. Ist auch eine gute Wahl, Warp Gates bringen einfach mehr. Und die zweite Ghost Academy. Ja, also ihr seht schon, Nukes vermutlich, Ghosts sind natürlich extrem gut hier. Wenn die Protoss hier in ihrer Choke sitzen, macht man eine MP-Round rein und alles hat keine Schilde mehr. Das ist natürlich ziemlich geil. Expansions jetzt für Drip und Meku. Beides noch nicht so ja, ausgelastet. Nein, die hier rentiert sich langsam. Besonders das zweite Gas halt. Wenn man viele Kolosses machen will, jetzt auch mit zwei Robotics Facilities, dann braucht man einfach Gas. Es ist einfach so als Protoss. Die meisten guten Einheiten sind extrem gasintensiv. Wir sehen jetzt hier übrigens schöne Arbeitsteilung. Drip baut Mars Sentries. Und mit den Overmins baut er Zealots. Währenddessen Meku halt eher so auf die Tech-Gebäude und Einheiten geht. Immortals, Kolossus. Bei den anderen sehen wir eine T1-Armee. Also nichts Tolles. So ein paar Stalker kommen jetzt noch rein. Aber viele Zealots. Und die haben halt auch Charge. Und Charge ist halt. Ja, ich kann es nur immer wieder betonen. Charge ist extrem gut. Weil in dem Matchup als Protoss-Terraner hat man keine anderen Melee-Einheiten eigentlich. Der Terraner hat gar keine, der Protoss hat auch keine richtigen. Und jetzt sehen wir hier halt zwei Nukes, die stehen, die laufen auch noch total rein. Der Terraner kämpft gar nicht richtig mit hier und die Zealots fallen alle, aber trotzdem das Ziel, ja. Ja, also ich habe vorher noch nie richtig gute Nukes gesehen, aber das ist halt, wofür Nukes da sind. Ihr seht hier, die beiden graben sich ein in den Gateways, haben eine kleine Choke, da kommen die ganzen T1-Einheiten gar nicht ran mit den zwei Kolossus und ja, zwei Nukes, alles ist down. Also wenn ihr mal seht, so zwei Protoss bunkern sich ein als Terraner, dann wisst ihr, was ich zu bauen habe auf jeden Fall. Jetzt kommen hier noch die ganzen Drohnen dazu. Kolossus wird jetzt noch gemicrot, so als letzte Kampfeinheit, aber die Zealots kommen so schnell ran. Ja. Also ich schätze mal, bis dahin war es eigentlich relativ even. So mit den Expansions. Sie hatten ja noch zwei Expansions. Die Expansion hier oben wurde zwar gebaut, aber naja. Aber halt, dass sie hier in die Nukes reingelaufen sind. Das war halt zu passiv gespielt insgesamt, zu wenig gescoutet auch. Hätten sie das gescoutet, hätten sie rauslaufen können. Sie hätten einfach, ja, jetzt kommen hier noch voll viel Gateways, aber was soll's, hätte man noch früher machen sollen. Ja. Also, um das nochmal zusammenzufassen,
Nukes, muss man sagen. Also, Nukes sind für manche Situationen schon ziemlich gut. Ghosts gegen zwei Protoss sind sowieso ziemlich gut, aber wenn man dann noch eine Nuke hat und gegen so passive Gegner spielt, dann kann man mit den Nukes natürlich viel reißen, wie ihr gesehen habt. Ja, also wie gesagt, das war das Match. Meine neue Seite ist online. Ihr könnt da gerne hinschreiben, was auch immer ihr wollt. Eigentlich auch Kritik natürlich. Ohne Kritik schafft man im Leben nicht viel. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich versuche die nächsten Tage wieder ein paar Replays zu machen, da jetzt die letzte Zeit ein bisschen still war. Aber ja, okay, cool. Wenn ihr Replays habt, schickt sie mir. Dann bis dann. Ciao.